Ahoi und willkommen zu meinem nächsten Video für die Nyx Face Awards zur zweiten Challenge zum Thema Sea Creatures. Und ich habe mich diesmal in die Königin der Feuerfische verwandelt. Wenn ihr sehen wollt, wie das passiert ist, stay tuned and enjoy! So, kurze Bastelstunde. Die Flossen und die Krone habe ich auf Aquarellpapier vorgezeichnet, ausgeschnitten und anschließend mit den Aqua-Make-Up-Farben von Maskworld bemalt. Hier sind unter anderem auch UV-Farben dabei, das sind alle mit der Endziffer 7. Und anschließend habe ich noch ein paar Strohhalme mit Gaffertape aufgeklebt und Acrylfarbe bemalt. Ich habe mich hierbei von unterschiedlichen Feuerfischen inspirieren lassen. Es gibt in der Unterwasserwelt ja wirklich unendlich viele Farben und Formen und ich habe mich dann für so eine gezackte Flossenform entschieden, da die am besten zu meiner ganzen Kreation gepasst hat. Nach dem Bemalen habe ich dann die Strohhalme ineinander gesteckt und aufgeklebt und sie anschließend mit Acrylfarbe bemalt. Und als es dann alles getrocknet war, bin ich final noch mit der UV-Farbe drüber gegangen. Das Ganze habe ich dann nicht zu stark gemacht, besonders bei dem Orange immer nur einen Hauch, sodass die Flossen nur dezent im UV-Licht leuchten, wenn ich dann mit der Lampe drüber bin. Und so sah das dann zum Schluss aus. Das Make-up. Ich starte mit dem NYX Primer Spray und decke anschließend mit dem Prosate Cream den hinteren Teil meiner Augenbrauen ab. Den brauche ich diesmal nicht. Anschließend pudre ich das ab und verwende als blasse Grundierung diesmal den HD Concealer in der Farbe 02 und trage den auf den mittleren Bereich meines Gesichts auf und verblende ihn schön mit dem Contouring Pinsel. Dann habe ich auch das alles mit dem weißen Puder abgedeckt und den Überschuss mit einem Pinsel sanft entfernt. Mit dem roten Lip Liner in der Farbe Kitten Heels konturiere ich dann meine Lippen und fülle sie anschließend mit dem Liquid Suede Lippenstift in der Farbe Foiled Again aus. In die Mitte und an der Kontur setze ich die rote Farbe Kitten Heels. Und dann male ich auch schon die ganzen Outlines meines koralligen Musters mit dem Lip Liner in der Farbe Orange County auf das Gesicht bis runter zum Dekolleté. Mit dem weißen Jumbo Eye Pencil in der Farbe Milk zeichne ich dann meine Augenbrauen. Die sind auch etwas höher als meine natürlichen und fixiere die dann auch wieder mit dem weißen Puder. Und die nächsten Schminkschritte sind dann ein bisschen wie Malen nach Zahl. Mit der koralligen Liquid Suede Lippenfarbe Fold Again fülle ich jetzt alle Formen aus, die ich mir vorgezeichnet hatte. Und konturiere das alles nochmal mit dem schwarzen Lip Liner in der Farbe Alien. Anschließend werden die Formen nach innen schwarz schattiert, um dem Ganzen mal langsam einen interessanten Look zu schenken. Beim Schminken geht es ziemlich oft eigentlich nur ums richtige Schattieren und Verblenden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen oder um einen plastischen Eindruck zu erreichen. Ist das ganz wichtig. Und setze dann als nächstes einzelne rote Tupfen in die gemalten Formen, um ein bisschen mehr Farbspiel und Tiefe zu geben und verteile das auch gleich mit dem Finger. Und dann wird schon wieder konturiert, diesmal mit dem weißen Jumbo-Pinsel in der Farbe Milk. Da bin ich dann überall nochmal drüber und habe das wieder umrandet.
Jetzt geht es ans Ausfüllen der restlichen Stellen. Und zwar mache ich das mit der blauen Liquid Suede Lip Cream in der Farbe Little Denim Dress. Für die feinen und schmalen Zwischenräume habe ich dann einen flachen Nyx-Pinsel verwendet und mich von der Stirn zum Kinn und Dekolleté runtergearbeitet. Die Wangen habe ich hierbei ausgelassen, weil die später mit einer anderen Farbe ausgefüllt werden. Mit dem dunkelblauen Eyeshadow aus der Urban Pop Palette habe ich dann einzelne Stellen noch ein bisschen tiefer schattiert, dass das nicht eine langweilige hellblaue Fläche ist, sondern da auch so ein bisschen Leben reinkommt. Augenbrauen habe ich noch etwas verziert, indem ich mit dem Vivid Brights Liner in der Farbe Delight jeweils eine dünne Linie an der Unterseite gezogen habe. Im Anschluss habe ich mit schwarzem Eyeshadow der Urban Pop Palette mein Oberlid optisch vergrößert und kräftig schattiert. Das habe ich dann auch unterm Auge gemacht und das bis nach vorne zum inneren Augenwinkel gezogen. Der restliche Teil der Augen, der jetzt noch nicht geschminkt war, der wird gehighlightet. Das heißt, ich trage zuerst die weiße Eyeshadow Base auf und gebe danach den weißen Eyeshadow drüber. Die Nase und die Kanten meines Filtrums, das ist die kleine Einkerbung oberhalb meiner Lippe, highlight ich auch etwas und gehe dann mit dem Jumbo Pencil in der Farbe Milk meine Wasserlinie nach und die Unterwimpern und schattiere mit dem blauen Eyeshadow meine Nasenspitze. Dann kommen die Wicked Lashes Nummer 23 Drama Queen zum Einsatz und werden anschließend mit meinen echten Wimpern mit der schwarzen Double Stack Mascara vertuscht. Die Wangen und übrigen Stellen, die noch schattiert werden müssen, erhalten die orangefarbenen Töne aus der Ultimate Eyeshadow Palette Brights. Da schattiere ich dann ganz sanft vom oberen Wangenknochen Richtung Mundwinkel hinunter, also eigentlich die Form, die ich da vorgemalt habe, ziehe ich dann so ein bisschen nach, dann fülle ich die Wangen aus. Und dann gehe ich mit dem Hellbraun der Urban Pop Palette auch nochmal drüber, damit das nicht nur einfarbig ist, und lockere das dann nochmal ein bisschen auf, sodass das wieder lebhafter wirkt. Mit dem Vivid Brights Liner in der Farbe Fire ziehe ich mir dann einzelne Wimpern und verblende sie anschließend mit dem roten Eyeshadow aus der Ultimate Eyeshadow Palette Brights. So, das geht aber natürlich noch weiter, sonst wäre das ja zu langweilig. Mit dem weißen Liquid Liner verziere ich das dann noch mit kleinen Pünktchen an den Enden. Und am unteren Bereich der Augen, wo die Farbe auch immer mal schnell verloren geht, bin ich dann auch nochmal drüber, weil der ja so schön wasserfest ist, dieser weiße Liquid Liner, dann hält das Ganze besser. Damit meine menschliche Anatomie nicht ganz in diesem fischigen, koralligen Muster verloren geht, bin ich dann mit weißem Eyeshadow nochmal auf meine Schlüsselbeine und habe die gehighlightet. Sowie auch mit dunkelblauen nochmal mehr Tiefen gesetzt. Dann wollte ich noch einen kleinen Schimmer in das orangene, korallenartige Muster geben und habe noch einzelne Tupfer des Pigments Shanghai Sun auf die orangefarbenen Bereiche aufgetragen. Mit dem Vivid Brights Liner in der Farbe Saphir habe ich mir dann noch blaue Lidstriche gezogen als farbliches kleines Highlight an den Augen und bin dann anschließend mit der dunkelblauen Liquid Suede Lip Cream auf einzelne Stellen, die ich noch farbintensiver und dunkler haben wollte, damit das Gesamtbild noch schöner in sich aufgeht. Dann habe ich mir schon mal meine Perücke aufgesetzt und eigentlich alle Schminkschritte nur noch mal wiederholt. Nur eben diesmal mit der UV-Farbe zuerst ein bisschen blau,
dann bin ich über die ganzen weißen Outlines nochmal drüber. Die Augenbrauen habe ich besonders intensiv aufgetragen. Das wollte ich, dass das so ein bisschen stärker leuchtet. Alles andere habe ich eher so ein bisschen dezenter gelassen. Also besonders auch das Orange, das wollte ich nicht, dass das zu intensiv im UV-Licht leuchtet, sondern eher so den Eindruck vermittelt, es würde Licht auf den Fisch fallen und von irgendwelchen Tauchern, die gerade in der Unterwasserwelt unterwegs sind und vorbeischwimmen. Ja, und das war's dann auch schon mit Schminken. Abschließend habe ich dann alles noch mit dem Matte Finish Spray fixiert und die Kontaktlinsen eingesetzt, die Krone an der Perücke befestigt und die Flossen und fertig war's. Ja, das war die Königin der Feuerfische. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne wieder für mich auf www.faceawards.de voten. Dann würdet ihr mich im Finale wiedersehen, was mich natürlich total freuen würde. Abonniert gerne meinen Kanal und folgt mir auf Instagram oder Facebook. Ich schwimme jetzt mal nach Hause. Danke fürs Zusehen, macht's gut und bis dann. Tschüss!